So, meine Damen und Herren, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar könnt ihr sehen, heute bin ich in Frankfurt. Ihr erinnert euch noch letztens an diese Szene hier. 100, 2, 3, 4, 5. Wo dieser junge Mann diese Batzen dabei hatte. Ich bin durch ihn auf eine Idee gekommen. Und zwar habe ich heute vor, in der Stadt die Leute zu fragen, wie viel Bargeld sie dabei haben. Und ich bin echt gespannt, ob jemand diesen Jungen toppt. Und wir möchten heute gucken, einen Vergleich machen. Kannst du mal aufhören, dich so? Ich komme mir vor wie so ein Dings, Alter. Wir gucken heute, wer das meiste Bargeld dabei hat und wer das wenigste dabei hat. Natürlich gibt es Leute, die auf der Karte Geld drauf haben. Ich habe da jetzt schon ein paar Szenen gedreht. Jetzt bin ich extra auf die Goethe gekommen, weil wir hier einmal Louis Vuitton haben. Das ist ja hier diese Rich-Straße, ja? Louis Vuitton, Gucci, was ist das? Philipp Lein, Prada, ja, hier gibt es so einiges. Machen wir mal den Vergleich, wie viel Geld sie hier haben. Und an die Leute, die kein Bargeld dabei haben, werde ich so frech sein und natürlich fragen, wie viel sie auf ihr Konto haben. Oh, guck mal, die haben irgendwelche Dings. Bro, komm mal kurz, sonst komme ich zu dir. Ja, ich habe was sehr Interessantes heute. Wie geht's? Stell dich mal vor. Ich bin der Valentino. Ich bin Ismail. Also, ich bin Garcia. Jo, mein Name ist Michele, ich bin 20. Jo, Michele, und du? Hi, Naemi, bin 21. Okay, ihr kommt aus Frankfurt? Ja. Ja. Ich bin Alice. Alice im Wunderland? Amar. Anna? Amar, okay. Ich heiße Laura. Laura? Ja. Hi, ich bin Giuliano Santana. Ich komme aus Frankfurt. Gypsy? Zigeuner, genau, richtig. Ismail, ich habe heute eine sehr private Frage. Die Runde mache ich schnell. Den jungen Mann hatte ich schon eben. Er ist gefährlich. Auf jeden Fall, die Frage ist, wie viel Bargeld hast du heute dabei? 120. Pack mal aus, damit wir dir auch glauben. Nee, Bruder. Tatsächlich, 120 Euro. Was hast du heute damit vor? Wallah, ich wollte ein bisschen was einkaufen. Wir sind hier einfach so spontan hergekommen mit den Mädels und mit den Jungs. Und wollte ein bisschen feiern gehen, ein bisschen so spazieren gehen, Bruder. Der hat auf jeden Fall mehr, wallah. Nein, wallah, wallah, will er hat gar nichts. Wie, du hast gar nichts? Gar nichts. Also auf jeden Fall in den zwei Taschen nichts. Wallah, oh, Moment, habt ihr das gehört? Er hat gesagt, in den zwei Taschen. Ja. Wo haben wir denn jetzt das Geld? Sei mal ehrlich. Ja, wallah, ja, wo ist Bruder, das Geld? Die haben einen 20, Bruder. Nein, Bruder. Aber da sehe ich ein bisschen mehr, glaube ich. Ich hoffe, ein bisschen mehr sogar, wallah. Hol mal raus. Wir haben ihn. Wir haben ihn erwischt, Alter. Jetzt haben wir dich, Bruder. Pack mal aus, wir wollen zusammen ziehen. Eine Fake-Kette, gell? Oh. Aha. Da haben wir ihn ja schon. Jetzt gucken wir mal, ob der Bre mehr hat wie der Typ vom letzten Mal. Erzähl das mal einmal vor der Kamera. Was schätzt du, wie viel das sind? Wallah, ich würde sagen... Nicht so viel, Bruder. Wenn er richtig errät, kriegt er das Geld? Absolut nicht, Bruder. Guck mal, da wird schon was runter. Was schätzt du? 2.500 Euro. 2.500. Wir ordnen erstmal. Was machst du heute? Gar nichts, wir chillen ein bisschen. Bisschen chillen? Ja. Okay, meine Frage ist heute, hör zu, mit wie viel Bargeld bist du unterwegs? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube 120 Grad. Also 120? 120, ja. Okay. Ist Geld wichtig? Es geht schon, ja. Braucht man auf jeden Fall, ja. Macht's glücklich? Ja. Bist du vergeben? Nein. Verheiratet? Nein. Der Typ, den du haben wirst in Zukunft, ja, sollte er Geld haben? Er sollte irgendwas Eigenes haben, sag ich mal. Also einen guten Beruf. Fall. Ja, das schon. Seid ihr ein Paar? Nein. Freunde? Ja. Okay, meine Frage heute ist ein bisschen privat. Und zwar, wie viel Bargeld habt ihr dabei? 10 Euro. Also auf der Karte ist ein bisschen mehr, aber ich habe hier nur noch 2. Was haben wir denn auf der Karte? Naja, ich bin in Kryptos investiert. Also da sind ein paar Tausend drauf im Moment noch. Vielleicht noch weiter weggehen? Hier ein Zehner, mehr habe ich nicht mehr. Okay, und du? Nur 15 Euro. Okay. Also nicht viel. Und was habt ihr heute vor? Jetzt eigentlich wieder nach Hause gehen. Wir haben uns gerade getroffen. Über das Geschäftliche gesprochen. Ja. Okay, also ihr seid dem Business hinterher. Ja, kryptotechnisch. Genau, kryptotechnisch, genau. Okay. Ja. Macht ihr gutes Geld? Ja, ich bin erst seit einem halben Jahr dabei, aber in der Zeit so ungefähr 5.000 umgesetzt. Meint ihr, Geld ist wichtig? Ja, es ist halt einfach Mittel zum Zweck, ne, um frei zu leben, damit der Mittelpunkt des Lebens nicht immer Arbeit sein muss, sondern dass du den selbst bestimmen kannst. Und daran arbeite ich halt gerade, mich finanziell frei zu machen. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 9 Monate alt und ich möchte ihn aufwachsen sehen und nicht in 2 Jahren wieder anfangen müssen zu arbeiten. Und deswegen sehr tolle Einstellung. Sehe ich genauso. So ist es, ja. Deswegen haben wir uns heute getroffen, um über das Business zu quatschen. Kurz, knapp, anständig, sehr sympathisch. Dankeschön. Gerne. Wollt ihr jemanden grüßen? Mein Freund Rob. Hey. Hey, man. Von
YouTube, du hast Channel. Du bist überall in Dortmund und so zeige ich. Ja, überall. Yeah. Wie geht's dir? Gut. Ich habe dich immer im YouTube gesehen. Ich habe Leroy letztens live in Köln gesehen, war ich. Wie heißt du? Jonas. Jonas, kannst jetzt, gleich dabei jetzt, sein. Jetzt bin ich dabei, gell? Mhm. Ich komme einfach dazu. Direkt. Aber ey, wir kennen uns vielleicht. Warst du Abendschule in Frankfurt? Nein. Ich war viele Abendschulen schon, oder? In Sachsen-Abend-Realschule. Der ist überall rausgeflogen. 2012, diese Zeit, gell? Guck mal, die Frage. Wie viel Bargeld hast du dabei? Vielleicht 8 Euro so. Jonas. Mehr vielleicht, mehr. Guck mal. Ich war Dings arbeiten. Ich habe Trinkgeld bekommen bei dieser Autowasch, was ich mache. Sehr viel 50 Cent. Kennst du den Witz damit? Papa, ich will zum 50 Cent Konzert. Hier hast einen Euro, nimm deine Schwester mit. Schnapp dich auf ein Bier ein, willst du 2 Euro? Okay, nein, Bro, nein. Okay. Dankeschön. Jonas, ja. Ist Geld wichtig? 100, 200, Bruder, mach mal weg. Die Dinger hier auch weg. 200, 300, 400, 500, Bruder. Sind wir schon mal bei 500. Wo soll mal das neue Stück jetzt? 6, 7, 8, 9, 10. 1000? 1000, Bruder. Wir sind schon mal bei 1000. 1100 und ein paar zerquetscht, halt, Bruder. Also um die 1500. Ja, Bruder, so irgendwo ein paar zerquetschte noch. Hier, keine Ahnung. Okay. 1000, 6, 7, 800, keine Ahnung. Warum mit so viel Bargeld unterwegs? Bruder, ich weiß es nicht. Wochenende? Ah, was, Bruder, nein. Nein, einfach so. Ja, Bruder, bevor es die Mutter findet zu Hause. Mal gucken, ob ihn einer heute. Safe, toppt. Safe. Meinst du, ihn toppt jemand? Safe. Aber ich denke nicht, ich weiß nicht. Safe, man weiß nicht. In Frankfurt, hier sind reiche Menschen, Bruder. Ich bin der Valentino. Okay. Bin obdachlos. Nee, du bist nicht obdachlos. Zeig mal deine Tüte. Und zwar, meine Frage ist heute, mit wie viel Bargeld läufst du rum? Ich hab ein paar Euro in der Tasche, ja. Dürfen wir das zusammen zählen? Ja, können wir. Wir machen heute nämlich so Vergleiche, wer viel, wer das meiste und wer das wenigste dabei hat. Ja, können wir machen. Nimm mal meine Tasche. Oh, jetzt wird hier geflext. Oh, wow! Okay, zähl mal. So ein 5er, 6er. Fang mal an. Laut. 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Ich komm gar nicht. 36, 36, 37, 38, 39, 40. Ja, so 5000. Boah, der hat den direkt getoppt. Wir arbeiten zusammen. Was arbeitest du? Wir sind hier im Hugos in Frankfurt. Wir arbeiten dort. Alle Hugos? Ja, Mann. Gehört das euch? Nein. Ah, nur Arbeit. Alle angestellt. Okay. Ich bin Hausmeister da. Okay, ey, danke schön. Gar kein Problem. Gerne. Sehr sympathisch, kurz, knapp. Gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Boah, habt ihr gesehen, Alter? Direkt mal auf 5 Mille, Digga. Hier läuft's nochmal anders auf der Goethe-Straße. So, wir sind ja hier vorm Louis Vuitton. Die Schlange ist schon ein bisschen länger. Ich habe gerade jeden gefragt, ob sie Lust haben, mir die Frage zu beantworten, wie viel Bargeld sie dabei haben. Aber wollten alle nicht. Der eine hat sogar gesagt, gar kein Geld. Deswegen gehst du ja auch in Louis Vuitton rein, ne? Entschuldigung, darf man euch eine Frage stellen? Okay, mit wie viel Bargeld sind Sie heute unterwegs? Bargeld? Mhm. 20 Euro. 20 Euro? Vielleicht 50. Wo stehen Sie hier an? Yves Saint Laurent? Nur schauen. Nur schauen? Ja. Okay, 20 Euro. Nur? Jeder Mensch sollte traumhaft haben. Ist Geld wichtig? Nee. Nein? Macht Geld glücklich? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Dankeschön. Oh, geil. Okay, das habe ich übersehen. Sorry, was kostet die Uhr? Das war ein Geschenk von meinem Freund. Ist ein Casio. Okay. Aber er hat dann die modifiziert. Ich glaube 200 Euro. 200 Euro? Genau. Ja, das glaube ich auch. Danke. Oh, das Auto ist schön. Entschuldigung, darf man Ihnen eine Frage stellen? Wir machen nämlich ein Interview. Vielleicht die Damen? Lieber nicht. Nur eine Frage. Ehrlich. Mit wie viel Bargeld sind Sie heute unterwegs? Gar keins. Gar keins? Wir sind pleite. Nein, ist gesperrt. Ach so. Vielleicht die Jüngeren. Mit wie viel Bargeld seid ihr heute unterwegs? Keine Ahnung. Willst du mal zählen? Ah, Bruder, ja, nee, vielleicht. Guck mal, der packt direkt aus. Ey, warte. Der will flexen. 95 Euro. 95 Euro. Ein bisschen, paar. Hast du schon ein bisschen eingekauft? Ja, normal. Wo? Bruder, Mai Tai. Und du? Was, wie viel Bargeld? Warte. Ja, 60 Euro. 60 Euro. Ist Geld wichtig? Nein, Bruder. Schon, ja? Normal. Seid ihr deutsch? Ja. Woher kommt ihr? Benzer. Frankfurt? Ja, nee, Frankfurt. Guck mal, die sind deutsch, aber jede zweite Satz, die sagen mehr Bruder wie ich. Wallah. Viel Spaß, schönes Wochenende. Danke. Ciao. Entschuldigung, kurze Frage. Mit wie viel Bargeld sind Sie heute unterwegs?
Das geht sie leider nichts an. Oh, das war auch eine schöne Antwort. Das geht mich nichts an. Entschuldigung, der Herr. Hallo. Kurze Frage. Und zwar mache ich heute die Umfrage. Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Bargeld? Ja, mit wie viel Bargeld sind Sie heute unterwegs? Mit 1800 Euro. Nicht schlecht, der Herr. Dankeschön, das war's. Ist Geld wichtig? Natürlich. Macht Geld glücklich? Ja. Ja? Dankeschön. Sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, er hat auch Bargeld dabei. Ey, Bro, kann ich dir eine Frage stellen vor der Kamera? Darf ich auch dein Auto einmal filmen, weil ich habe schon geprahlt damit? Die stelle ich heute jedem. Okay, servus erstmal, hi. Alles klar, geht's gut? Geht's. Wer ist es dir? Du, wie heißt du? Hammer. Früher war für mich Geld immer wichtig, ich wollte reich werden. Wie alt bist du? 32. Für mich ist wichtig, dass ich alles wieder gut mache, Leute helfe. Ich habe viel auch Mist gebaut, ja. Ich war nicht ein guter Sohn für meine Mutter. Ich habe viel Mist gemacht, weißt du? Ich habe Nachbarn Stress gemacht und so. Ich bin jetzt immer in die Kirche, gehe ich und immer... Weil ich habe viel Scheiße gebaut früher. Was heißt denn viel Scheiße gebaut? Ich habe Nachbarn gehabt, da waren so unten so zwei so Nachbarn. Ich habe da immer... Ich habe da immer Klingel-Dings. Und das war Scheiße? Mit 14, 13, ich war blöd. Was? Bruder, der sagt, ich habe viel Scheiße gebaut. Ich sag, was hast du gemacht? Ja, viel Klingelstreich. Na, aber... Laute Musik. Walla, wie geil, oder? Laute Musik auch. Hey, du hast ein sauberes Herz, glaub mir. Also, ja. Ich denke. Du hast gute Herz, ich merke das. Bist du verheiratet? Nein. Vergeben? Ich suche, Frau. Hä? Ich suche, aber ich... Du suchst? Nimm das, stell dich vor, sag, ich suche so und so eine Frau, los. Alice, kurz und knapp, wie viel Geld hast du heute dabei? Mit wie viel Bargeld läufst du rum? Oh, geil. Direkt auspacken. Ich glaube nicht so viel. Ich habe noch. Wow. 60, 70, 80, 90, 95. 95? Ja. Gehst du heute Abend was trinken? Nee, ich arbeite heute Abend. Wo? Beim Griechen. Alice, ist Geld wichtig? Je nachdem, was man damit anfangen will. Also. Wie siehst du das denn? Ja, schon eigentlich. Also in Frankfurt zumindest. Findest du? Bist du vergeben? Nein. Findest du, der Typ, den du haben wirst, sollte Geld haben? Nö. Nein? Ist dir egal? Ich glaube schon. Also so, es muss halt nicht sein. Es ist, wie es ist. Macht Geld glücklich? Ja. Ich würde sagen, Geld macht nicht glücklich unbedingt, aber es beruhigt. Ja, man hat halt weniger Sorgen. Siehst du? Ja, so. Also ich denke, halt... Geld macht nicht glücklich. Es ist halt je nachdem, wie man sieht, weil so bestimmte Leute, wenn die Geld haben, macht es die glücklich. Also zum Beispiel Leute, die weniger Geld haben und dann auf einmal Geld haben, sind dann glücklicher als Leute, die immer Geld schon hatten. Also es ist halt je nach Lebensart und Weise, wie man so aufgewachsen ist. Sehr schön erklärt. Kurz und knapp sympathisch, Alice. Dankeschön. Dankeschön. Amar, ist das dein Auto? Das ist ein S-Coupé, oder? Das ist kein S-Coupé, das ist AMG GT. Ah, okay. Boah, ey, das ist fett, Alter. Wie viel PS? Knapp 700. Knapp 700? Was schluckt der so? So einiges. Okay, Amar, ich will dich nicht lange aufhalten. Mit wie viel Bargeld bist du heute unterwegs? 200 Euro oder sowas. 200 Euro? Mhm. Du brauchst ja nicht mehr Bargeld. Bargeld. Okay, meinst du, Geld ist wichtig? Relativ, ja. Macht Geld dich glücklich? Nicht wirklich, aber vereinfacht so einiges im Leben. Ja, es beruhigt, aber, ne? Beruhigt, genau. Aber alles okay. Andere, glücklich machen andere Dinge. Wie zum Beispiel, wenn deiner Familie gut geht, gesund ist. Sehr schön gesagt. Was arbeitest du? Ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer. Okay, alles klar, Mann. Dankeschön. Ich danke dir, Mann. Vielen Dank. Euch noch viel Spaß, gell? Ciao, ciao, ciao. Wir sagen Tschüss und laufen in die gleiche Richtung. Das ist cringe. Ja, ich glaube, das war's dann auch mit Goethe. Eine simple Dame, Entschuldigung. Mit wie viel Bargeld sind Sie heute unterwegs? 5 Euro. Nicht schlecht. Sympathisch. Und Sie? Wie viel Geld? Ey, guck mal, wer dazugekommen ist. Komm her. Leute. Wie geht's, Sonja? Gut. Gut, mir auch. Stell dich mal vor. Ich heiße Walid. Walid? Ja. Woher? Aus Österreich. Österreich? Ja. Soll ich da auch mal Videos drehen? Was? Soll ich da auch mal drehen? Ja. Sollen wir da hin? Österreich? Ja. Das ist da bei Schweiz, gell? Wien. Also nee. Nein, ich meine in Wien drehen. Ja, in Wien. Okay, Walid, wie viel Bargeld hast du heute dabei?
200 nur. Zähl mal. Na. Zähl doch. Ach so, ich habe schon gezählt. Frag was anderes. Da hat jemand gelogen. Ist Geld wichtig? Nein. Warum? Keine Ahnung. Wie viel Bargeld war das meiste, was du auf einem Schlag ausgegeben hast? Keine Ahnung, 1500 oder so. Was hast du dir damit gekauft? Handy. Sonja? Ja, was? Mit wie viel Bargeld bist du unterwegs? Das ist alles ein Konto, Achi. Aber wie viel hast du heute so dabei? So, 100, locker. 100? Ja, für Dose, locker. Für Dose, 100 Euro. Ist Geld wichtig, Sonja? Fürs Leben schon oder willst du sterben gehen? Kein Essen. Man braucht Geld für Essen, für Ernährung, oder? Macht ja. Geld glücklich. Macht sehr glücklich. Kommt drauf an, wenn es eine große Summe hat, dann schon. Wenn es wenig ist, dann so diese. Auf locker. Ja. Mit wie viel Bargeld bist du heute unterwegs? Boah, Schwester, Bruder. Zähl mal. Sind 18, 1900. Ja? Ja, was soll ich dir sagen? Ist Geld wichtig? Ja. Ja? Geld glücklich? Geld macht nicht glücklich, aber es macht glücklich, wenn du es nicht hast. Hast du ein Talent? Ja, du siehst sehr danach aus. Kann ein bisschen singen. Singen? Ich kann ein bisschen rappen. Hast du eine schöne Stimme? Ich weiß hast du eine oder? Schöne Stimme? Ja, ja, kann man so sagen. Rapp mir mal so einen Line. Hast du einen Beat da? Beat? Mach du den Beat an. This is how we do it, na 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 na. This is how we do it, na 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 na. This is how we do it. Es ist Freitagnacht, ich bin auf der Zeit und heute geht es richtig ab. Ja, ich feier mit dir, Pumpkin Monkey, denn die ganze Nacht es gibt Champagner und mehr. Ihr wisst, was ich meine. Ich will doch einfach nur noch Baby Lila Scheine. Ist so eine Frau, egal woher, von welchem Land, egal ob Italienerin, Spanierin. Und irgendwas war egal. Aber ich bin nicht einfach. Ich habe manchmal Temperament. Manchmal habe ich so meine 5 Minuten. Und ob sie das aushält. Ich muss erstmal meinen. Aber ich suche so eine Frau, weißt du? Ja, ich habe auch früher Mist gemacht, Klingelstreiche. Und ich komme direkt aus Südhessen, Alter. Ich habe Amis, viele Freunde, die sind nach Chicago gegangen. Okay, Jonas, hat mich sehr gefreut. Ja. Stabiler Mann. Soll ich euch zum Eis oder so einladen? Grüß jemanden. Zum Nein, Bier, Bier oder so. Ich küsse dein Herz. Grüß nochmal jemanden. Ich grüße alle, die mich kennen. Ich grüße ich grüße viele, die mich kennen auf Wir grüßen jetzt schon mal deine zukünftige.